Nach einem 10-stündigen Anflug näherte sich die erste Bomberwelle der auf ihr Schicksal nicht vorbereiteten Stadt Dresden. Später konnte man die Flammen schon aus 80 Kilometer Entfernung sehen. Das ist kein Battle, nur eine Ankündigung für das Streit. Du Opfer, dich fick ich selbst mit meinem Kampfschrei. Du kannst nicht rappen und bist wacker als ich. Ich hab Freunde bei dir, glaub keiner an dich. Ich krieg den höheren Sieg als Naigo gegen Jeremy. Du machst keine Battle-Runden, du machst eine Elegie. Bei INF und VR2, wir wissen, warum er raus ist. Wie schmeckt es, wenn du meine Faust frisst? Kommst aus Dresden, noch Magdeburg fickt. Wenn du verlierst, weiß ich, wer umzickt. Du bist 18, noch geistig, noch 13. Du Depri-Opfer, wir wollen nicht dein Leid sehen. Du bist mein erstes richtiges Opfer, Marco. Wo du kannst dich rappen, wo sind deine Parts, yo? Netz hört ich nie Rap oder kurz irgendwas. Du bist dann nur der Typ, der 5 Minuten Mucks macht. Ey, yo, Marco, du wirst von der Hashtag einfach rausgeworfen. Wie von deinen Eltern, einfach rausgeworfen. Murat geht dir ein bisschen auf den Sack und du dockst ihn gleich, du elendiger Spaß. Das ist für dich echt die richtige Plattform hier. Du bist perfekt aufgehoben für dieses Meme-Turnier. Und du hast recht, es würde mich kein interessieren, wenn du lebendes Meme einfach endlich suizidierst.